Wenn du lange in einen Abgrund hineinschaust, liegt der Abgrund auch in dich hinein. Das Wort hat der Abgeordnete Wiener. Ich sage nur denen, die so ganz aufs Provozieren verlegen, es gibt die Erfahrung, dass Provokationen in der Regel unter bestimmten Umständen schließlich die reaktionärsten Kräfte, die es überhaupt gibt, hervorlocken und zum Handeln bringen. Angriff und Verteidigung. Kein Spiel, kein parlamentarisches Geplänkel, sondern bittere Daseinserfahrung für Herbert Wehner, Frontmann der SPD im Deutschen Bundestag, jahrzehntelang. Herbert Wehner, politische Leitfigur einer jungen parlamentarischen Demokratie und Zielscheibe in den heißen Debatten des Kalten Krieges. Ohne Ende. Ich bin es gewohnt, ausgepfiffen und niedergebrüllt und geschlagen zu werden. Dessen schäme ich mich nicht. Es werden sich andere einmal dafür schämen müssen. 34 Jahre ununterbrochen Mitglied des Deutschen Bundestages, stellvertretender Parteivorsitzender, Minister und Fraktionschef der SPD. Wehner wird geschätzt, nicht geliebt. Er prägt seine Partei wie kein anderer und trägt wie kein anderer an seiner Vergangenheit. Wissen Sie, damit Sie das mal loswerden, dass ich Kommunist gewesen bin, habe ich nie geleugnet. Ich werde es mein Leben lang büßen, dank derer, die patentierte Christen sind. Keine Gnade, kein Vergeben. Beredtes Schweigen. Ein Leben lang. Der letzte Punkt, das waren, das sage ich Ihnen offen, meine Erinnerungen an das, was ich an Leiden miterlebt und mitgesehen und mitzutragen gehabt habe in den Jahren des Terrors in der Sowjetunion. Ich habe darüber kein Buch geschrieben, ich kann es nicht, aber ich habe es einfach mitgelitten und auch selbst erlebt. Es gibt kein anderes Land auf Erden, wo das Herz so frei dem Menschen schlägt. Für Herbert Wehner, Mitglied der Kommunistischen Partei Deutschlands seit 1927, ist Moskau Symbol und Hoffnung. Der Kommunismus Weg und Ziel seiner politischen Überzeugungen, des Handelns, der Wünsche, des Glaubens. Es war ein Glaube, der seine tiefste Verkörperung in der Sowjetunion fand, in der Heimat, in der Sowjetheimat, im Vaterland aller Werktätigen. Also es war auch nicht nur eine Art von Unterwerfung, von Zwang und Selbstzwang, sondern es war auch tiefste Überzeugung dieser Funktionäre, die sich in diese Parteimaschine, in diesen Apparat einordneten und Parteibefehle ausführten. Wehner leitet die illegale Arbeit der KPD in Deutschland seit 1933. Nur er weiß, was die Genossen im fernen Moskau gern wissen möchten. Im Januar 1937 wird er nach Moskau einbestellt. Berichterstattung zur deutschen Frage. Routine scheinbar. Wahrscheinlich war er ein Gefangener der Verhältnisse. Entweder übte er Macht aus, und zwar mit allen Konsequenzen, die es hatte, oder er wäre vermutlich in das Räderwerk der Maschine gekommen, die ihre Opfer gesucht und gebraucht hat. Also zog er den Schluss daraus, dass man die Maschine füttern muss. Ich war aber nicht klar, mit welcher Präzision er die Maschine, die menschenfressende Maschine, des totalitären Apparates gefüttert hat. Verriegelte Zeit. Der Moloch-Geschichte
eingesperrt hinter 1000 Schlössern, gefährlich immer noch. Eine Bibliothek menschlicher Biografien, erlebte und erlittene Geschichte. Täter und Opfer trennen oft nur Millimeter. Immer noch schließt Herrschaftswissen diese Türen zu, ungebrochen seit über 70 Jahren. Der Hamburger Historiker Reinhard Müller ist in Moskauer Archiven seit vielen Jahren auf der Suche nach Dokumenten, die Aufschluss geben können über Herbert Wehners Tätigkeit für die Kommunistische Internationale. Während einer Recherche im Archiv des ehemaligen sowjetischen Geheimdienstes macht Müller einen Fund, der sich als Entdeckung erweisen wird. Direktbrief. Über die terroristische Diversions- und Spionagetätigkeit deutscher Trotzkisten auf dem Territorium der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken. Ich befehle, alle archivierten Untersuchungsmaterialien über deutsche Trotzkisten sind sofort zu überprüfen. Дело в том, что о самом приказе мы знали. Dass dieser Befehl existieren muss, das wussten wir, aber gesehen hat ihn bisher keiner von uns Wissenschaftler. In den Fußnoten einiger Texte gab es Hinweise auf den Befehl. Wo er versteckt war, wussten wir nicht. Jetzt habe ich ihn gelesen und ich bin äußerst überrascht, weil sich zeigt, dass es sich hier um die wichtigste, groß angelegte Operation gegen deutsche politische Immigranten handelt. Die konkreten Namen, die genaueste Kenntnis der Biografien und Lebensumstände in deutschen Immigrantenkreisen in der Sowjetunion als auch in den westlichen Ländern, das alles konnte nur von einem Informanten geliefert worden sein. Mit diesem Befehl wurden die Opfer des großen Terrors präpariert. Ich befehle. Sofort sind auch jene konterrevolutionären Gruppen zu verhaften, die wegen dieser oder jener Umstände bisher noch nicht verfolgt worden sind. Generalkommissar der Staatssicherheit, Jeschow. Mir wurde klar, dass der Befehl der stalinischen Geheimpolizei, dass dieser Befehl nur und zum großen Teil auf Informationen Wehners beruhen konnte, weil ich in den Jahren zuvor, in den 90er Jahren, seit Öffnung der Archive, zahlreiche Informationen und Texte Wehners gesammelt hatte, die ich nun mit dem Befehl vergleichen konnte. Und es wurde allein an sehr vielen Einzelheiten deutlich, zu Personen im westlichen Ausland, zu Organisationen, die kaum bekannt waren, dass dieses Insiderwissen nur von einem stammen konnte, der auch diese Informationen in Paris und in anderen Städten gesammelt hatte und das in Moskau zu Papier gebracht hatte. Und dieser eine konnte nur Herbert Wehner sein. Und durch einen Textvergleich konnte ich dann auch diese Identität von Befehl und Wehner-Texten an zahllosen Stellen belegen. Handschrift, Bericht Herbert Wehner. Die Sozialistische Arbeiterpartei SAP, hervorgegangen aus dem linken Flügel der SPD, kam durch den Eintritt offener Trotzkisten stark unter trotzkistischen Einfluss. Sie versuchten, zur Zusammenarbeit mit Trotzki zu gelangen, die Unterhandlungen schlugen aber fehl. Der sowjetische Geheimdienst formuliert beinahe identisch. Die SAP geriet unter stärksten Einfluss der Trotzkisten, direkte Verhandlungen mit Trotzki schlugen jedoch den Angaben nach fehl. Seinen Angaben nach. Wehner weiß viel über Parteifeinde, Abweichler, Andersdenkende. Ein gefährliches Wissen. Unmittelbar nach seiner Ankunft in Moskau im Januar 1937 hatte Wehner geliefert, was man von ihm erwartete. Einen Untersuchungsbericht zur trotzkistischen Wühlarbeit in der deutschen antifaschistischen Bewegung. Eifrige Morgengabe eines kenntnisreichen Scharfmachers an seine Parteiführung. Und andere Interessenten auch. In Moskau beginnt im Januar 1937 der zweite öffentliche Schauprozess gegen die Feinde der Sowjetunion. Trotzkisten, Diversanten, faschistische Spione. Ein tödliches Netz aus Lüge und Fantasiegebilden überzieht das Land. In diesen Wochen wird Herbert Wehner dreimal vom sowjetischen Geheimdienst